Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. Wir haben uns beim letzten Mal den Dock des Sonar-Suchdienstes gekauft für $250.000. Und damit hatten wir dann ein U-Boot zur Verfügung und mithilfe dieses U-Bootes haben wir dann 30 Atommüllfässer bergen können. Und jedes Fass hat uns $23.000 eingebracht. Das heißt, wir haben $690.000 durch die Fässer gemacht. Abzüglich der $250.000 für den Dock macht das immer noch $440.000 plus. Hat sich also schon so ein bisschen gelohnt für unser Konto. Und es gab zudem auch noch ein Achievement. Also ganz umsonst war es nicht. Für die Prozentwertung war es nicht relevant. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und heute wollen wir mal so ein bisschen an Michaels Schauspielerkarriere arbeiten. Denn wir haben eine Sutterman-Mission. Und ich hoffe mal, dass wir heute endlich mal dazu kommen, mal einen Film zu drehen oder zumindest ein paar Szenen zu drehen. Das wäre schon ganz nice eigentlich. Aber wir gucken mal, was wir hier machen sollen. Set some fat fucking old jackass on me, please! Big man! We had a deal! We had paperwork! Hey! Fuck off, Johnny! Hey, you're a couple real badasses! Put a beat down on an old man! Yeah, we don't take that! We have a deal with them! Just about. Please, get those millennial ass wipes! Pleasure. The fuck what? Hey! Here's an old man who might hit back! Erledige Rocco? Oh, ich soll einfach mal Rocco erledigen jetzt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist zwar keine Filmszene, aber Rocco wollte ich eigentlich seit The Ballad of Gay Tony sowieso mal erledigt haben. Und wenn ich jetzt die Chance bekomme, ist das doch eine super Sache. Dann schnappen wir uns den Kerl doch einfach mal. Verdient hat er es auf jeden Fall. Dem trauert auf jeden Fall keiner nach. So, ein Reifentor platt. Kann ich den auch irgendwie zum Stehen bringen, oder? Jo. I should have whacked you when I had the chance. I told you to stay away. So, Rocco. Jetzt geht's los hier. Nö. Ich hau nicht ab. So, was ist jetzt? You've gone crazy. Du kannst uns sowieso nicht entkommen. We're going to our lawyer. Ja komm, lass uns jetzt direkt so zum Anwalt gehen. Und dann klären wir das. Cool off, old man. Slow down, you loopy prick. Hast du noch irgendwas zu sagen, Rocco? Oh, I gave you a chance. Das stimmt, in der einen Mission haben wir ihn verschont. Er hat seine Chance nicht genutzt. I beat you, so you beat an old man? Ich meine, er ist ziemlich schnell, ne? Muss man ihn lassen. I tried to play nice. You told me we had an understanding. Eieiei, komm. This is how you do business? Ja, so mache ich Business. I guess I didn't make it clear to you at the club. How you like me now? So, let's go. Verlasse das Gebiet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Und das war also Rocco. Ein ziemlich unspektakulärer Tod. Dafür, dass er so eine Show in The Ballad of Gay Tony abgezogen hat. Und das war jetzt die Mission? Ich hatte jetzt echt auf eine Movie-Szene oder so gehofft, die wir drehen müssen, so wie bei Vice City Stories zum Beispiel oder so. Ich meine, das war auch Hollywood-reif jetzt hier, aber ja, ich bin doch jetzt langsam aus dem Gebiet raus. Ich meine, wann habe ich das denn jetzt verlassen? Da bei der Kreuzung oder hier jetzt? Habe ich es jetzt langsam mal verlassen? Na? Er hätte wahrscheinlich sogar noch mehr gesagt, glaube ich, aber ich musste ihn halt irgendwann dann auch mal erledigen. Das sind sowieso nur so eine
Ich glaube, er hätte sowieso nichts Interessantes mehr von sich gegeben, von daher. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Ins Büro im Studio gehen? Ja, klar. Yeah, of course, I'll be right over. Begib dich in Sullivans Büro. Ja, nice. Wehe, das sagt er. Wehe, irgendeiner plaudert aus. Ich muss ganz schnell ins Büro. Das ist ein absoluter Notfall. Ich hoffe, da erwartet uns jetzt etwas Gutes. Nicht, dass er uns jetzt auch noch loswerden möchte, weil wir ja gefährlich sind. Weil wir ein gefährlicher Killer sind. Das kann natürlich auch sein. Oder wir drehen jetzt tatsächlich einen Film. Aber er will uns irgendwas zeigen. Was könnte er uns denn zeigen? Naja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Wird wahrscheinlich irgendwas Triviales sein, weil wir die Option auch hatten, abzulehnen. Also ich erwarte jetzt nichts Großes oder sowas. Aber warum sollte man da ablehnen? Das macht gar keinen Sinn. Kriege ich hier einen Stern, wenn ich hier raufgehe? Lässt du mich nicht rein? Ich bin eingeladen. Darf ich jetzt hier nicht rauf? Ich will jetzt hier keinen Stern bekommen oder sowas. Dann nehme ich lieber wieder den Hintereingang, bevor ich wieder Ärger bekomme. So, Salomon. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, was jetzt passiert. Ich traue der ganzen Geschichte irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Come in! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Die Ballade von Rocco. Das war's jetzt. Oh. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so gut, weil was mache ich jetzt noch mit meiner restlichen Zeit? Haben wir irgendwelche anderen Möglichkeiten jetzt? Weil ich will eigentlich noch nicht zum L gehen jetzt. Weil da warten ja die Jungs vom Bureau auf uns. Was ist denn, wenn ich auf Franklin mal switche? Einfach mal gucken, was da so los ist. Der entspannt zu Hause. Auf der Couch wahrscheinlich. Nee. Doch. Oder? Couch? Oder liegt er im Bett? Oder... Ja, okay.
Dann würde ich sagen, können wir noch eine andere Geschichte machen, die ich in den letzten, ja, paar Folgen, das ist schon länger, so ein bisschen vernachlässigt habe, so ein paar Zufallsereignisse. Und ich weiß, dass hier unten auch eins auf uns wartet. Das habe ich irgendwo mal mitbekommen. Ich hoffe, der Typ ist da. Das ist so ein Jesus-Verschnitt, wie ich mal gehört habe. Den würde ich ja schon ganz gerne mal mit euch zusammen machen. Ich weiß nicht, was das genau sein soll, also was wir da genau machen müssen für den, aber ich bin auch schon ein paar Mal an dem vorbeigefahren. Hab aber auch schon im Wiki mal gelesen, dass das so ein Jesus-Verschnitt-Typ ist. Und ich weiß nicht, das hört sich irgendwie interessant an. Würde ich mir ganz gerne mal mit euch zusammen angucken. Es gibt auch noch so viele andere hier Zufallsereignisse, die wir noch machen könnten. Aber ich weiß natürlich immer nicht, wo die alle sind. Aber alleine, wenn wir hier oben rumfahren würden, hier würden so viele Zufallsereignisse aufploppen. Es gibt noch so viele zu holen. Kann man das nicht eigentlich immer nachgucken? Wie viele haben wir denn jetzt derzeit? Zufallsereignisse? Okay, hier steht nur 14 von 14. Es gibt aber weitaus mehr als 14. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte von allen. Es gibt noch so viele zu holen. Und jetzt hätten wir mal Zeit, die alle zu machen. Einfach mal so. Einfach mal so Freestyle, so ein bisschen durch die Gegend fahren und Zufallsereignisse mitnehmen. Ohne Sorge zu haben, irgendwie was in der Folge nicht mehr schaffen zu können. Weil es wäre jetzt halt mega unpassend, da jetzt zum Bureau zu gehen, weil das von der Story her in eine ganz andere Richtung geht. Ich hatte ja wirklich gehofft, man dreht jetzt irgendwelche Movie-Szenen mit ihm, aber gut, er wird jetzt halt in den Credits erwähnt. Das ist natürlich schön für ihn, aber ist jetzt auch nicht so der Mega-Knaller eigentlich, finde ich. Wenn ich jetzt natürlich auf dem Weg hierhin noch irgendein Zufallsereignis finden sollte, nehme ich das mit. Gar kein Problem. Was war das denn jetzt für ein... Habt ihr das gehört? Wie komme ich denn da jetzt? Muss ich da jetzt ernsthaft außen rumfahren? Das muss doch nicht ehrlich. Komm, das muss doch nicht sein. Man kann doch hier bestimmt irgendwie. Genau. So. Jesus, bist du da? Es wäre schön. Jesus ist da. Hallo Jesus, wie geht's? So, like, the alternative to life, man, is death. And the interesting thing is that, well, life is cool, but so is death, man. I mean, life is like a crazy mind fuck. And then death, well, I mean, that's like a crazy mind fuck too, man. It's outrageous. Praise. Oh, man, it's so rad. Uh-huh. So, man, I mean, I was sent here to clear things up. And it's not that people don't understand. It's just that people don't understand. I mean, like, hey, you know, you gotta do the right things, not the lame things. It's like when you get 10 coffees. Okay, and then you get the stickers that say you get a totally free one, man. I mean, that's outrageous. Ah, here's something interesting. Try not to be such a buzzkill. For example, when your mom calls and she really ruins the buzz, and you're all up there on the high astral plane with the big guy himself, and she's like, do your washing. And you're like, but how come we live with a guy that's not even my dad? And she's like, you're special. And I'm like, cool. Have you ever wondered who I am? I'm not. I mean, I'm somebody that's like something that's really far out there. I mean, it's like when you watch sports and they pour the orange drink all over the old guy when the team wins. I mean, that's what I'm a fan of. Only it's a little bit different. So like, yeah, the really important thing is to make sure everything's clear. That's what my dad says. Make it clear. I mean, it's me, him, and this other guy who no one really understands because
He, like, doesn't speak or do anything, and I'm like, we're all supposed to be equal, the three of us. And I'm like, Dad, that's not fair. And he's like, I don't make the rules. And I'm like, yes, you do. Hey, man, you know, things are always really cool, but, like, sometimes they're not really cool, and you want to get really mad, man. But, hey, man, don't get mad, and don't get even. Get mellow, man, because that's, like, a longer way of getting even, man. And it's just not cool when people are not cool, and then you gotta be like, hey, bro, man, that's not cool. And that's just the way things are, man, you know? That's just the way they are. So there's this guy, and he's walking, right? And I'm like, that's really weird. Who the hell walks? And it's like he gets hurt, and all these people are looking, they're like, oh, I'm late for my enema. And I'm like, that's such a bummer. Anyways, this guy stops and helps him, even though he doesn't have health insurance. And I'm like, that's so cool, man. So yeah, there's this kid I know, yeah, and he's really upset because of his brother. I mean, his brother goes to school out of state or something, and he never comes back home for the holidays, always wasting his dad's money on parties and keg stands and stuff. Anyways, he comes back home, and his dad lets him drive his new car, but not my friend. And my friend's like, lame. And the dad's like, not lame. And that's just the way it is, man. Can you imagine? I mean, can you just imagine what it would be like if everyone was just cool and all the lame people were just not lame? I mean, but even if they were, I'd be like, hey, it's cool. You're lame. I'm cool with that. I'm just here to try to say not to be lame. But even if you are, it's all good. Like, I used to be a mad sick skater and biker and stuff, and then check this out. I kind of grew up a bit, and I'm not anymore, and that's just how it is. I put away the stuff when I was a kid. Well, now I'm not so much, apart from action figures, because they're still cool, and that's cool. Like, I spoke to my dad, and he used to be a real mean guy. I mean, like, he used to be a dick, especially to Jews. It's not that he doesn't like Jews. I mean, he loves Jews. I mean, he might even be Jewish himself. And then I came along and everything was cool. I mean, that's what I really love about him. I mean, he's got this really rad beard like an old hipster dude, man. So, like, you know, when you want to get baked and you're all stressed because you don't have anything to smoke, well, don't get stressed about that crap, man. Life is too short. And if you want to get baked, do so, but not too much. I love chill people. I mean, I love people that aren't very confident about themselves. You know, people that do really interesting stuff, not to be a dick, but because it's cool, man. I mean, I really don't like people that do stuff to call themselves really cool all the time, like posers and people who show off about yoga. Hey, bros, what's up? I mean, who's it hanging? I don't mean that. I mean, how's it hanging, man? Oh, bless you all. Bless you. Oh, I'd love a latte. Oh, maybe I'll make some out of water or something, or some sushi, or some herby focaccia. Oh, man, it's totally rad, man. It's totally rad. So, like, man, I know it's rough out there, man, but you gotta have faith, man. All right, everything's gonna be okay. Like the therapist above says, man, it's gonna be okay. All right, you gotta chill the hell out, man. All right, otherwise it's not gonna be too good. You gotta enjoy life, all right? Because the alternative is not so good. Not so good, man. Alter, wie viele Dialoge hat der bitte parat? Das ist ja unfassbar. So like the alternative to life, man, is death. And the interesting thing is that, well, life is cool, but so is death. Okay, jetzt wiederholt er sich. Oh mein Gott. It's like a crazy mind fuck. And then death. So. Well, I mean, that's like a crazy mind fuck. Yep, um mit Jesse zu reden. Hey, what's up, homie? What's up, homie? It's all good. My dad's really happy with me. He loves you too. Your dad loves me? Oh, he loves everybody. Oh, that's cool. Yo, like even when they catch his wave. Or when he gets cut in line at the amusement park, or even when he orders a chai latte and somebody steals it, and then the man's like, who in God's name ordered a chai latte? Aw, shit, he sounds like a cool dude. I mean, he used to be a little bit nasty, but then I came around and he dropped that. Man, I never really knew my dad. Yeah, he's kind of distant, though. I mean, he travels a lot.
It's kind of crazy, but I still love him. Even though all my friends say I shouldn't because of what he did to me. All right, man, look, I gotta get back to normality. Yo, it's cool, homie. Be cool. Und jetzt? Ich dachte, der hat eine Mission. Man, I mean, I was sent here to clear things up. And it's not that people don't understand, it's just that people don't understand. I mean, like, hey, you know, you gotta do the right things, not the lame things. It's like when you get 10 copies, okay? Und jetzt? Kann ich jetzt mit ihm nochmal sprechen, oder? Here's something interesting. Try not to... Ow! Ja, aber was hat das jetzt gebracht, mit ihm zu plaudern? Scheinbar gar nichts. Ja, ich werde das irgendwie zusammengeschnitten haben mit dem Dialog. Also, ich wollte ja irgendwie jeden Dialog irgendwie mitkriegen, aber das war ja so viel Text, da hat er gar nicht mehr aufgehört zu reden. Echt erstaunlich, wie viele Dialoge die da für ihn erstellt haben. Das ist ja nicht mehr normal. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Das ist auch ein interessantes Gefährt, nehmen wir mal mit. Und dann fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. Also einfach mal ein bisschen gucken, was man so noch so findet an fremden Freaks-Missionen. Wir können ja noch ein bisschen weitermachen, ist ja kein Thema. Ja, hätte jetzt gedacht, dass man da irgendeine Mission kriegt von Jesus. Aber irgendwie ja nicht. Das ist ja echt merkwürdig. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gebracht hat. Muss ich mich vielleicht doch nochmal ein bisschen schlau machen, ob man bei dem nicht vielleicht doch eine Mission machen kann? Oder ob das jetzt quasi schon die Mission war, dass ich mit dem geredet habe? Also, dass das quasi schon das zufällige Ereignis war jetzt, dieses Gespräch mit ihm? Ich habe keine Ahnung. Bodycheck nennt man sowas. Das ist ein cooles Auto, das hätte ich gerne in der Garage, wenn ich ehrlich bin. Der Auspuff ist auch sehr interessant. Und es ist schön schnell. Jetzt muss ich nur noch zufällige Ereignisse finden. Irgendwas Interessantes wird es doch wohl hier noch geben. Ich habe so viele Ereignisse einfach stehen gelassen. Ich würde jetzt alles machen. Wir könnten auch einen Geldtransporter überfallen, wenn hier irgendwo einer ist. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie mit dem Taxi reisen, sondern einfach gucken, was es hier so gibt. Da haben wir schon einen. Ah! Hey, you! Stop! Somebody stop, please! Pull over! Help me out here! I just need a ride! I have to get to the airport. Have you got a car or something? I'll never make it on foot. Hey, willst du mit? Achso, wir haben ihn schon getriggert. Okay, steig hier ein. Whatever, dude. Goddamn car broke down. Can you give me a ride? I'll pay you. I got money. Ah, shit, for sure, man. Come on, I'll give you a ride. I'm unbelievably late for a flight. I need to get to the airport fast. Check-in closes at 3:30. I can't miss it. Piece of crap rental car, of all the days. The average American spends 15% of their income on renting a car and almost 2 hours a day in transit. You'd expect these auto manufacturers could deliver a reliable product. Sorry, I'm a numbers guy, but outward facing. I can work a spreadsheet, but I can also work a room. I run the models, I date the models, you know what I mean? Yeah, man, I have to take your word for it, though. So, what flight are you trying to catch? Liberty City. I'm an equity analyst in Algonquin. Tech comms. The big leagues, man. The pressure, it can choke you. But I live for that shit. Name's Tim, with two M's. Because, I am hungry. 24/7. What's your name, buddy? Franklin, with one N. Well, listen, buddy, because you're helping me out, I want to help you out. My back, your back, they both get scratched. Get me to the airport on time,
and I'll give you the kind of tip you can really take to the bank. I am hung over. The vendors took us out last night. I had so many tits in my face at one point I thought it was gonna suffocate. We dropped 5K on bottle service, so go figure. I know what you're thinking. With everyone belt tightening is not cool. But you gotta stop mixing up investment and retail. We didn't cause this housing bubble or the last one. I don't even speak to those Hey, I know I'm in a rush! I don't even speak to those retail drones. You know, you're a really interesting guy. Good to talk to you. Shit, I didn't know I was talking. Wollte ich gerade auch sagen. And this new bubble crisis bubble? It's just hysteria anyway. There's a boatload of money to be made in a downturn if you know what you're doing. And idiots lose paper, whatever the weather. When the storm comes, I make it rain, baby. Anyway, enough of that. Let's just make this flight. Ja, ich werde es versuchen. Das wäre schon cool. Also mit Investment und so, da... Vielleicht können wir ja doch ein bisschen Geld mitmachen, wenn er uns einen guten Tipp gibt. Oh no! I only got 1 hour before they close the gate! Ganz entspannt. Das Zeitlimit ist ganz schön eng gesetzt. Es könnte sein, dass es wirklich eine gute Belohnung gibt. Das würde ich auf keinen Fall verpassen. Das wäre zu schade. Holy crap! What was that? Das war ein Zusammenstoß, sorry. Ja, aber ist so easy peasy, schaffen wir locker. Mal gucken, ob er bei einer halben Stunde auch noch irgendwie Druck macht oder so. Hä? Und ein bisschen Zeit lassen? What are you doing? We can't stop. Ja gut, ich fahre ja schon. Ganz entspannt hier. Meinst du, so kommen wir noch an? Shit, I got half an hour at the most. You gotta step on it. Ich schaff's nicht. Ah! Oh, mein Auto. Nein, jetzt kann ich mehr. Schneller. Oh Gott. Don't stop. I'll miss my flight. Ja, ich weiß, aber... Ah, ich kann gerade nicht. Ich hab einen Krampf im Zeh. Ich kann nicht mehr auf das Gaspedal drücken. Es geht nicht. Ah. Es geht nicht. Wenn's nicht geht, dann geht es nicht. Es geht nicht, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich kann dir sagen, wie es ist. Why are we moving? Tun wir doch. Weißt du, willst du lieber irgendwo in einem Baum landen oder willst du sicher ankommen? I think I can still make it. Buddy, I owe you big time. Okay, here's my tip. Buy shares in Tinkle now. You won't regret it. Tinkle-Aktien? Tinkle-Aktien. Ist das real oder ist das Scam? So, Aktien. Tinkle. Wo ist ein Tinkle überhaupt? Tinkle, tinkle, tinkle. Fly US flight number 1256 is now available for immediate boarding. Du wirst es nicht bereuen, sagt er. Ich habe aber Angst, dass ich es doch bereue. Soll ich es machen oder nicht? Ich kann ja nochmal neu laden, wenn es jetzt tatsächlich Scam war. Dann haben wir das halt nie gemacht. Aber wenn es kein Scam ist... Dann könnte man da doch ganz gut Geld mitmachen, oder? Ich will einfach mal gucken. Ich will es mal versuchen mit Tinkle. Vielleicht haben wir hier ein großes Geschäft an Land gezogen. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Dann ist das halt so. Hier wird nicht geraucht. Komm, schnell, Handy raus. Jetzt wird in Tinkle investiert. Der hat uns einen Geheimtipp gegeben. Und ich hoffe mal, das ist jetzt kein Scam, weil das war eine...
Das war ein Zufallsereignis und wir haben $100 bekommen und so ein Tipp. Also das wird ja wohl jetzt real sein, oder? Das wäre schon ganz schön blöd, wenn es nicht real wäre. Aber die haben doch jetzt schon so einen mega Anstieg gehabt. Es war das andere, ne? Ja, es war der andere Markt. Tinkle. Oh, wenn wir mal richtig investieren. Wäre schon cool, daraus jetzt ein bisschen Geld zu machen. Das wäre schon geil. Ich mach's einfach. Zack. Jetzt nochmal auf Trevor. Ich glaube, Trevor hat am wenigsten Geld von allen, oder? Dann gehe ich wieder auf Franklin, schlaf mal und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, vielleicht schießt das ja wirklich nach oben. Wenn nicht, dann lade ich einfach nochmal neu und dann haben wir das nie gemacht. Nee, oder? Hey, Officer, give it up! This is getting way out of hand! Ah, wir werden verfolgt. Das ist ja schön. Ist das nicht da das Gefängnis? So können wir uns doch gleich einbuchten. Come on, Trevor, wir haben keine Zeit. Wir wollen in Aktien investieren. Du alberst hier mit der Polizei rum. Das ist echt uncool, wie dieser Jesus jetzt sagen würde. Da würde sogar er sagen, dass das nicht cool ist. Das ist doch scheiße, Trevor. Aber was kickst du da deinen armen Wolf da durch die Gegend? Dann könnt ihr eure Aggression nicht mal irgendwie anders bewältigen, als irgendwelche armen Tiere hier zu massakrieren. So, mal schnell Finanzen. Zack. Märkte. Tinkle. Kaufen. Lalalalalalala. Ich habe in Tinkle investiert. Die Frage ist, wie schnell wird da was passieren? Ich meine, er ist jetzt auf dem Weg nach Liberty City. Und dann wird er da irgendwas machen und das wird dann den Kurs wahrscheinlich beeinflussen. Also, aber ich habe halt keine Ahnung, wie lange ich dann vorspulen muss jetzt. Deswegen, joa. Und er ist immer noch in dem Auto unterwegs. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt geht es einfach nur noch ins Versteck. Und dann speichern wir kurz. Ein paar Mal. Speichern kann man auch machen. Also solange wir da nicht mit Minus rausgehen, ist das doch eine super Sache. Würde ich jetzt mal so sagen. Also man kann sich das ja mal anschauen. Und wenn einem das schon so gesagt wird, dann ist es das doch auf jeden Fall mal wert, es auszuprobieren. Ja, das wäre jetzt der Oberknaller, wenn wir da jetzt ein paar Millionen mitmachen würden. Einfach mit so einem Zufallsereignis. Ach, apropos Zufallsereignis. Ach komm, wir haben eh gerade. Können wir doch. Ach, ein Geldtransporter. Wo ist der? Da. Noch nicht mal im Geldtransporter drin gewesen. Geil, jetzt haben wir nur einen Stern. Let's go. Und wir können trotzdem auf zurückfahren zu unserem Versteck. Ohne Probleme. Okay, Leute. Kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich ja jetzt ins Versteck fahren und da ganz oft speichern, sodass die Kurve dann eben nach oben gehen kann. Das habe ich auch versucht, nur leider ist die Kurve ziemlich nach unten gegangen. Mit ziemlich meine ich über 20% Minus. Also glaube ich nicht, dass das so wirklich funktioniert. Ich habe mich jetzt im GTA-Wiki mal schlau gemacht und da war ein Tipp, dass man in Tinkle investieren sollte, bevor man diesen Typen beim Airport abgibt. Sogar noch bevor man ihn zu sich ins Auto holt. Deswegen habe ich jetzt einen Speicherstand geladen. Der ist leider vor Solomons Mission, weil ich danach keinen mehr habe. Deswegen werde ich das jetzt alles nochmal machen, was ich in dieser Folge sowieso gemacht habe. Werde jetzt aber vorher mit allen drei Charakteren einmal hier in Tinkle investieren. Ich mache das jetzt einmal mit Michael und die anderen Charaktere mache ich dann offscreen.
brauche ich euch ja nicht alles zu zeigen. Dann investieren wir jetzt mal in den Tinkel. Und dann mache ich das noch einmal. Ich werde versuchen, alles wieder genauso herzustellen, wie es war. Heißt, ich werde jetzt bei Salamans Mission auch nicht Gold holen, weil ich das ja vorhin auch nicht geschafft habe, weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Und ja, dann werde ich mit diesem Jesus-Typen sprechen, wenn das irgendwas bringt, keine Ahnung. Werde diesen Geldtransporter nochmal überfallen und natürlich diesen Anhalter da machen. Und dann werden halt die Aktien verkauft. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann sehr viel Geld verdienen werden. Ja, das mache ich jetzt mal eben und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Okay, ich habe jetzt Tim wieder im Auto und wir sind jetzt gleich beim Airport. Nur dieses Mal habe ich ja, wie ihr gesehen habt, vorher schon in diese Aktie investiert. Und ich hoffe, dass wir die jetzt drei gleich direkt verkaufen können. I think I can still make it. Buddy, I owe you big time. Okay, here's my tip. Buy shares in Tinkle now. You won't regret it. Ich verkaufe die jetzt. So. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Hoffentlich. Jetzt müssen wir richtiges Plus machen können. Genau. 29,41% im Plus auf einmal. Und jetzt werde ich es verkaufen. Genau. Ich will jetzt alle verkaufen. Und dann haben wir 1,7 Millionen. Vorher hatten wir, glaube ich, ja, ein bisschen weniger. Und jetzt bei Michael wird es natürlich viel, 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 viel größer sein, der Gewinn. Aber ich gehe erstmal zu Trevor, weil das Beste kommt zum Schluss. Und dann hat sich das im Endeffekt doch gelohnt, dass ich das jetzt alles nochmal machen musste. Die Solomon-Mission habe ich auch wieder nicht auf Gold gemacht, wie ich das schon gesagt habe. Trevor ist irgendwo in den Bergen besoffen. Oh, I find the deer that pissed on me. I'm gonna eat its warm liver. Und er hat ein Frauenkleid an. Let's go, Trevor. Perfekt. Und da frage ich auch gar nicht mehr, wenn ich sowas sehe, weil es halt Trevor ist. So. Eieieiei, wir werden reich. Das bringt einen Gewinn von $230.000. Ja, ist doch super. Wir hatten vorher viel weniger Geld. $230.000 Gewinn. Alleine mit Trevor. Und mit ihm hatten wir am wenigsten Geld. Und jetzt kommt das, warum ich das überhaupt gemacht habe. Sonst hätte ich mir jetzt gedacht, ja, scheiß drauf oder so. Aber... I feel horrible. Ja, gleich nicht mehr, wenn du in dein Portfolio guckst. Gleich hat er ein Grinsen im Gesicht. Das werden wir leider nicht sehen, weil wir gerade im Handymenü sind. Aber jetzt gerade grinst er schon vor sich hin. Weil er genau weiß, dass er 2,8 Millionen Gewinn gemacht hat durch ein Zufallsereignis, Leute. Gönnt euch das mal. 12,4 Millionen einfach. Wir haben einfach über 3 Millionen gemacht durch ein einfaches Zufallsereignis. Es ist doch geisteskrank, oder? So. Jetzt switche ich wieder auf Franklin. Und suche mir nochmal den Geldtransporter. Und ich denke, den werden wir nochmal zusammen überfallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, ich wollte jetzt eigentlich den Geldtransporter nochmal überfallen. Aber egal, was ich mache. Ich war auch schon speichern. Der taucht da einfach nicht auf. Stattdessen habe ich jetzt was anderes gefunden. Einen Überfall. Dann würde ich mal sagen, machen wir das hier mal stattdessen. Krallen wir uns den Typen mal stattdessen. Ja, ich werde es machen. So, bam. Ich fahre gleich noch einmal zu der Stelle zurück, wo der normalerweise ist, der Geldtransporter, aber die letzten Male hat das nicht geklappt. Der stand da halt einfach nicht. Ich glaube, die sind manchmal halt auch einfach unterwegs, oder? Deswegen, es kann schon mal sein, dass ich den da nicht antreffe jetzt, eine gewisse Zeit. Ist jetzt aber auch kein Beinbruch, dann holen wir uns den später halt. So. Wo ist die Brieftasche? Hä? Wo liegt die Brieftasche? Ach, da!
Und den bringen wir natürlich wieder zurück. Das ist ja klar, wie sich das eben gehört. Wir begehen so viele schlechte Taten in diesem Spiel. Da kann man auch mal hier das Geld zurückgeben. Das ist ja gar kein Problem. Hallo? Hallo. Moin. Ich habe deine Brieftasche gefunden. Here you go. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Oh, gerne, gerne. $50 hat sie uns immerhin dagelassen. Und unser Auto hat sie uns auch noch geklaut. Oder ist das unser Auto, was jetzt hier geparkt wurde? Okay, das ist es. Wurde hier einfach nur abgestellt. So, ich gucke jetzt noch einmal, ob der Geldtransporter jetzt vielleicht da ist. Aus heiterem Himmel, warum auch immer der jetzt da sein sollte. Aber man... Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht dran, aber ist ja auch nicht so schlimm, weil ich habe gute Laune, weil ich habe über $3 Millionen verdient in dieser Folge. Mit einer vermeintlich unscheinbaren... Mit einem unscheinbaren Zufallsereignis. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Natürlich nur mit der Hilfe des GTA-Wikis, aber... Wie soll man denn sonst darauf kommen? Also ganz ehrlich. Naja. Zumindest gibt es hier eine Sprunk-Soda, die können wir uns nochmal gönnen. Dann waren wir nicht ganz umsonst hier. Auf unseren Aktienerfolg. Man, that was kind of strong. So, dann haben wir wieder Full Life und dann würde ich sagen, ich speichere nochmal ab. Den holen wir uns dann irgendwann später, wie gesagt, macht nichts. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder.